Archäologie ist wieder schwer im Kommen. Die unentdeckten Schätze dieser Welt sind in naher Zukunft von nichts mehr sicher. 2018 will Alicia Vikander als Tomb Raider das Erbe von Angelina Jolie antreten und auf Schatzsuche gehen. 2019 versucht dann Harrison Ford noch einmal die Peitsche zu schwingen. Hoffen wir, dass das auch klappt. Come on. Doch was ist eigentlich mit dem Schatzsucher, der Indy und Lara mittlerweile den Rang abläuft? Was ist eigentlich mit Nathan Drake aus den Uncharted-Spielen? You devil. Wer ist Nathan Drake? Nathan Drake ist der John McClane der Abenteuerspiele. Yippie-ki-yay, Motherfucker. Er ist ein absoluter Sympathieträger, ein charmanter Held, dem nicht immer alles so gelingt, wie er es geplant hat. Nathan Drake ist ein Mann, der flucht, der mal falsch liegt, der mal irgendwo runterfällt. Dieser Typ ist kein aalglatter Held, sondern einer mit Ecken und Kanten und immer einem coolen Spruch auf den Lippen. Is that an ancient Tibetan ritual dagger in your pocket? Well, maybe I'm just happy to see you. Ach ja, und zudem ist er ein direkter Nachfahre von Sir Francis Drake, dem Freibeuter und Entdecker. And apparently Francis Drake didn't have any children. Well, history can't be wrong, you know. Uncharted die Reihe. 2007 fing mit Uncharted Drakes Schicksal alles an. Es folgten drei Fortsetzungen, die allesamt von Spielern wie Kritikern gefeiert wurden. Die Spiele bestechen durch eine tolle Story, atemberaubende Actionsequenzen und eine tolle Grafik. Ein Abenteuer-Rundum-Paket, wie man es sich nur wünscht. Yeah, good luck, Bell. That's almost impossible to... Oh, you did it. Uncharted der Film. 2009 wurde offiziell bestätigt, dass ein Film basierend auf den Uncharted-Spielen erscheinen würde. 2010 sollte American Hustle-Regisseur David O. Russell die Verfilmung des ersten Teils Uncharted Drakes Schicksal beginnen. Russell schied jedoch aus und wurde 2011 von Neil Burger ersetzt, der unter anderem durch Die Bestimmung bekannt wurde. Dieses Regisseur-Wechsel-Dich-Spiel setzte sich noch eine Weile fort, bis 2016 nachts im Museum Regisseur Sean Levy endgültig als Regisseur feststand. Yep, son of a... Gleich zu Beginn des neuen Jahres veröffentlichte Drehbuchautor Joe Carnahan ein Bild vom ersten Entwurf des Uncharted-Drehbuchs. Die Dreharbeiten können also beginnen, auch wenn noch nichts Festes über die Story bekannt ist und noch kein Hauptdarsteller gefunden wurde. Come on, we got a treasure to find. Fünf Dinge, die der Uncharted-Film beachten muss. Oh, Kitty got wet. Abenteuer pur, bitte. Die Uncharted-Teile leben vom Abenteuer. Gemeinsam mit Nathan Drake erforschen wir versunkene Städte, schnüffeln in alten Ruinen nach Hinweisen und reisen in jedem Spiel quer durch die Welt. Die Uncharted-Spiele leben von der Schnitzeljagd nach dem nächsten Hinweis zum großen Schatz. Und die Schätze, die es bisher in den Spielen zu finden galt, waren nicht ohne. Von Eldorado über das geheimnisvolle Shambhala bis hin zu einer sagenumwobenen Wüstenstadt und Piratenschätzen war so ziemlich alles dabei. Selbst Indy wäre hier neidisch geworden. Oh yeah? Der Film sollte also auf jeden Fall diesen Abenteuer-Touch beibehalten. Rätsel, verborgene Orte, Fallen und Hindernisse sind absolute Pflicht. Oh man, I'm so tired of climbing shit. Die Action sollte nicht zu kurz kommen. Abenteuer ist wichtig, aber was Uncharted so groß gemacht hat, ist die tolle Balance aus Actionsequenzen und Abenteuer. Die Spiele haben großartige Action-Szenen, die einfach nur umwerfend aussehen. Ob nun das berühmte Level mit dem Zug, das abstürzende Flugzeug oder. Der Film sollte auf jeden Fall ordentlich Eye-Candy in Sachen Action bieten. Jump! Atemberaubende Settings. Wir haben ja gerade vom Eye Candy gesprochen und das trifft auf die Optik der Spiele sowieso zu. Der Detailreichtum der einzelnen Landschaften lädt teilweise dazu ein, einfach nur stehen zu bleiben, um die exotischen Orte der Spiele genauer zu betrachten. Will uns ein Uncharted-Film also begeistern, muss viel aufwendig vor Ort gedreht werden. Wir wollen mit Nathan Drake an die fernsten Orte, die geheimnisvollsten Plätze und die schönsten Flecken dieser Erde. Wir wollen beeindruckt werden. So wie bei den Spielen halt. Tell me about it. Eine eigenständige Story. Uncharted sieht nicht nur toll aus, sondern begeistert auch immer wieder durch eine starke Story, die von vielseitigen Charakteren belebt wird. Das ist das A und O der Spiele. Die Geschichte fesselt, die Schicksale bewegen und die Charaktere wirken glaubhaft. Wir hoffen einfach mal, dass Drehbuchautor Joe Carnahan die Spiele ausgiebig studiert hat und uns trotzdem eine eigenständige Geschichte liefert, die Fanservice beinhaltet, aber dennoch etwas Neues erzählt. I see great things in our future, kid. Es steht und fällt mit Nathan Drake.
Wer soll Nathan Drake im Film spielen? Die vielleicht wichtigste Frage der Verfilmung ist bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht geklärt. Einige Fans wollen Nolan North auf der Leinwand sehen, der Drake in den Spielen verkörpert. Weitere Namen, die im Zusammenhang mit dem Film fielen, sind Nathan Fillion, Chris Pratt und Mark Wahlberg. Fillion machte sogar fleißig Werbung für sich, während Pratt und Wahlberg schon früh ihre Teilnahme dementierten. Wer wäre für euch die beste Wahl als Nathan Drake? Schreibt es uns in die Kommentare. Well, I am not a perfect man. You're not proposing, are you, Sally? Was haltet ihr allgemein von Uncharted? Mögt ihr die Spiele? Freut ihr euch über eine Verfilmung oder wollt ihr davon lieber gar nichts wissen? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn ihr unsere Meinung zum 5. Indiana Jones mit Harrison Ford sehen wollt oder alles zu The Dark Tower erfahren wollt, schaut euch diese Videos an.